Aha. Weil ich möchte, dass es am Start schnell geht. Achso, okay. Also hier rumdaddeln will ich nicht. Deshalb lieber hier ein bisschen. Ja, kein Thema. Normalerweise ziehe ich aber das Halsband zu Hause an. Mhm. Das haben wir heute nicht gemacht, weil die Cleo einfach ins Auto gesprungen ist, bevor ich die Halsbänder gerufen habe. Die hatte es eilig. Na du? Hm? Ne? Hm? Alles klar? Was machst du denn für ein komisches Anzeigeverhalten? Mit der roten Krabbe. Das macht sie immer? Hast du gesehen? Ja, ja. Immer ja, meine schütteln sich, ne? Dieses Schütteln. Macht sie auch. Aber dieses Strecken ist typisch für Beagle. Da habe ich schon ganz viele gesehen. Ach so, ja. Ganz, okay. Ganz viel. Lass mal alles mit der Ruhe und dann strecken und dann vielleicht mal das machen. Ja. Die ist auch eine ganz gute. Wie alt ist sie jetzt? Ja. Oh. Dann darf sie eigentlich noch nicht so gemütlich sein, aber so wahrscheinlich Beagle-like, oder? Ja, ich hab auch ganz dolle Beagle schon gesehen. Ja. Gibt ruhige und gibt temperamentvolle. Mhm. Die ist die ruhige Version. Wo hast du sie her? Aus Steinke, von einer Züchterin, die ich auch lange ausgesucht habe, wo beide Eltern auf Schweiß gearbeitet werden. Also kein Hund aus Wermelskirchen oder so. Nee, es ist vom VDH-Züchter. Die war extra für Zellen ausgesucht. Aha, okay. Es ist auch noch nicht. Hast du es? Ich nehm's mit. Achso, okay.
Oh, wie gemein. Ja, da kann kein Hund rein. Da ist sie da drunter. Da hat sie sich schon beim ersten Ding vorher. Die wollte nicht da drüber gehen, sondern da drunter. Ja, klar. Nee, das ist schon... Das ist nicht so dornig. So was mache ich auch nicht mit meinen Hunden. Rein, aber jetzt nicht im Training. Nee, das ist nur abträglich. Nee, dann verlierst du den Spaß. Ja, klar. Hi, Timmy! Gut gemacht! Ja, dann geh lieber weiter. Nimm immer da, wo die Hunde Spaß haben und nicht. Da kommt, ist da reingegangen und hing schon mit dem Kopf fest. Am da hinten wäre gut gewesen, hinter den Holzstapel oder so. Bei der ersten Brombeer-Girlande hing die schon mit dem Halsband fest. Ja, das tut auch weh unterm Bauch, wenn das kratzt und so. Die reißen sich da alles auf und in die Füße und dann muss man ja noch nach Hause tragen. Das Splitting, das Zeit Unterschied. Da ist sie, hat sie zweimal gekreist. Da ist ja höchstens eine halbe Stunde zwischen gewesen. Zwischen. Da konnte sie sich nicht entscheiden an der Kreuzung. Hast du da gekreist und bist du da stehen? Direkt geradeaus durch? Ja. Da hat sie viel rumgeacht. Da ist aber, weil wir uns da oben so lange aufgehalten haben. Ne? Und wenn du so ein bisschen die Windbewegung, die kommt ja auch da runter noch, ne? Von oben. Ich denke, oder? Dass die auch, wer ist denn hier noch von oben? Kenn ich hier ein. Keine Ahnung. Das ist ja eine Kreuzung, wo viele mit dem Hund gehen. Ja, klar. Ist ja auch spannend, ne?